Wir befinden uns hier in der neu errichteten Schießanlage der Direktion für Spezialeinheiten, Einsatzkommando Cobra. Wir sind die Dienststelle des Entschärfungsdienstes und wir präsentieren heuer und hier unser technisches Equipment inklusive ein paar kleine Vorstellungen in Bezug auf Sprengstoffe und entsprechende Gefährlichkeiten dazu. Die Idee dahinter, die wir hier gefunden haben, ist, dass man mal im Prinzip auch die aktuellen Arbeiten des Entschärfungsdienstes wieder mal in Erinnerung ruft, was wir im Prinzip uns auch der Bevölkerung bieten können, nämlich entsprechend als Assistenzdienstleister Sicherheit zu bieten innerhalb Österreichs. Und dazu gibt es dann auch eine kleine Gerätepräsentation mit all dieser Technik, die eben uns zur Verfügung steht und die wir dann entsprechend auch einsetzen können, um auch geschützt gegenüber der Wirkung des Sprengstoffes unsere Handhabungen auch durchführen zu können. Im Prinzip geht es natürlich um Sprengvorrichtungen, die natürlich durch den Wirkstoff Sprengstoff sehr gefährlich sind. Der heutige Tag ist eben so aufgebaut, dass wir ein paar Selbstlaborate auch herzeigen, also das heißt selbstgebaute Sprengstoffe. Und diese Selbstlaborate wollen wir hier präsentieren über die Art des Abbrennens, die Gefährlichkeit, letztendlich auch dann entsprechend die Sprengkraft solcher Selbstlaborate, dass es eben entsprechend sehr, sehr, sehr gefährlich ist und sehr leicht man sich dabei verletzen kann.